Kopf und Tropf an Tropf geht es hier in Tomol weiter. Mit einem Mann, der zwar keine Anteile besitzt, aber dafür das meiste Geld. Kreis. Ich mache immer nur Zopf an Zopf. Naja, das meiste Geld, das ist ja jetzt noch von der letzten. Das kannst du ja gar nicht sehen, was ich schon wieder ausgegeben habe jetzt. Naja, ich glaube nicht, dass du so viel ausgegeben hast. Du bist ein alter Sparfuchs. Man kennt dich. Man nennt dich auch irgendwie immer den Sparsamen. Den Sparsamer. Im Sparmarkt wurde ich mal erwischt. Im Sparmarkt, Alter. Gibt's das überhaupt noch? Man sagt doch immer, du bist der Sparbesamte, ne? Hast dich hier drin im Beutel. Ein einsamer Einsamer. So, wo bist du? Bist du schon losgefahren? Ich werde jetzt losfahren. Ich bresche los. Du hast also jetzt schon wieder richtig viel Geld ausgegeben. Ist das also wieder so ein Ding bei dir? Man muss ja Investments auch leisten irgendwie, ne? Boah, Alter, guck mal, wenn du so anfängst, zeigt dir das Spiel immer so hier. Guck mal, 1,37. Guck dir mal den Kurs an, Boy. Ja, guck dir mal den dicken Kurs an, Bruder. So, ich habe hier eine kleine Konnektion. Und anscheinend habe ich hier auch eine kleine Konnektion. Ja, am Anfang sind die Kurse immer ziemlich dick. Ja, und dann aber sick. Aber dann, ja, irgendwie sick. Von dick auf slick, ne? Das ist so auch das Motto. Warum verkaufen die denn nichts? Ich habe doch schon einen Tropfen gefunden. Es wird auch wieder, glaube ich, allgemein sehr unangenehm, was hier vonstatten gehen wird. Ja, weil wieder nichts da ist, weil wir ja jetzt auch nur, das sind ja die Rotzkarten. Ich erinnere mich noch an die letzte Runde, da kommt ja nur noch Rotz dann aus der Erde jetzt. Jetzt kommt nur noch Schlacke. Ich bin professioneller Schlickenhändler und ich kann Ihnen sagen, da kommt nichts Gutes auf Sie zu. Ein professioneller Schlickenhändler. Was? Da kann ich nicht rum? Alter, hier musst du auch voll die Akrobatiknummer irgendwie vonstatten ziehen. Es wird nicht einfacher, ne? Es wird nicht einfacher. Es ist einfach. Nee, leider nicht. Leider nicht, du. Nee, es sind keine guten Ländereien, die du jetzt noch bekommst. Du kriegst halt nur noch so den alten Gömmel. Den alten Gömmels. Ist da wirklich so wenig Oil drin? Ja, wir haben ja nur noch die alten Schwengelländer gekriegt, ne? Ja, die anderen haben aber auch immer Insider-Infos, ne? Das muss man halt auch noch sagen. Ja, das stimmt allerdings. Was ist das hier? Oh, ich bin schon im April. Ich habe gar nicht realisiert, wie schnell die Zeit hier wieder durchfegt. Mhm. Ist nichts. Kein Öl, kein Gas, kein... Tja, Johnny Pferdeschuh. War immer bekannt dafür. Johnny Pferdeschuh. Edle Geschlecht der Horseshoes. Ach nein, wieso? Oh Gott, ey, jetzt habe ich hier wieder nicht aufgepasst. Es ist dann, du guckst doch nicht auf den Ölkurs und dann verkaufst du wieder, verschenkst wieder an die Armen. Ja, das darf halt einem nicht passieren, ne? Nee, nicht in so einem Spiel. Sorry, da darfst du halt kein Mitleid haben. Das ist nun mal einfach so. Nee, das ist ein Spiel voller Zorn und Hass. Das ist nun mal das Ölgeschäft. Ah, das Ölgeschäft ist böse. Ich habe halt auch überhaupt keinen Anschluss hier und das ist scheiße. Die haben einfach zu hohe Maulwurfkosten jedes Mal, glaube ich. Aber Maulwürfe sind halt geil. Ja, Maulwürfe sind wichtig und richtig, aber... Ich hab es ist halt... Es ist halt schwierig. Was ist das da unten? Ist das...
Na gut, jetzt speichern wir mal ein bisschen was, aber es ist ein sehr trockenes Land, was ich hier besitze, so viel kann ich ja schon mal sagen. Oh nein! Hier muss auch noch irgendwo ein kleiner Nippel Saft sein. Kann doch nicht alles gewesen sein. Okay, hier kann ich noch mal ein bisschen was anzurzeln. Ach kacke, jetzt habe ich wieder vergessen, man kann die auch... Oh nein. Egal, egal. Ich brauche halt diesen durchgehenden Verkauf hier, sonst bringt das nichts. Oh, okay. Weil eigentlich müsste ich jetzt... könnte, dann hier. So, machen wir hier ein bisschen was rein. Uff, okay. Ich hatte keine Ahnung, dass da noch was ist. Oh, scheiße, wir haben schon August, Alter. Boah, ihr müsst zapfen, Jungs. So, hier ist... auch irgendwas. Ich mache hier besser mal zu. Alright. Alright. Okay, wir sind oben beide zu, ja. Jetzt wird halt alles sehr, sehr twiggy bei mir. Aber ich glaube, die Runde geht an dich, du. Also mein aktueller Kontostand ist 4.500. Ja, ja, aber du hast ja gebunkert und wirst dann irgendwie noch so einen Gasstoß gebunkert oder sowas hatte. Gasstoß? Ja, ich kenne dich doch. Ich habe wieder nach dem Mittagessen hatte ich letztens wieder einen ordentlichen Gasstoß. Frage ist, wie viel ist da noch drin? Würde gehen. Oh. Ja, das war's. Bin fertig. Na komm. Gucken, ob ich noch was finde. Ey, hier zumachen, alles hier, hier drüben. Mann, diese Maulwürfe, die sind aber auch nicht zu kontrollieren, die Arschgesichter, ne? Nee. Na komm. Ah, schlecht. Schlechte Runde. Ja, 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 ja. Ja. Ich kenn dieses Jahr. Ey, das waren mit die schlechtesten Felder. Mhm, sehen wir ja gleich, wie es bei dir abgehen wird. Ja, schlechte Runde, schlechte Runde. Ach ja, so 75.000 habe ich da schon aufgemacht. Ah, 75. Dafür habe ich in 3 Runden nicht verdient. Also 75.000. So. Und so beginnt es. Die so Invasion von Greis. Ja, klar, der hat wieder wahrscheinlich... Hast du, bist du durch, oder was? Nee, noch nicht, du? Ich schon lange. Ich hab's Land verkauft, da war nichts zu holen. Ach, lüg doch nicht. Ey, ich hatte schlechtestes Land, ein 28er hatte ich.
Ein 28er. Da macht er wieder auf Mr. Oscar. Obwohl, du hattest einen 26er, aber es sagt jetzt nichts aus. Ja, ja. Na, es sagt nichts aus, ne? Es sagt jetzt nichts aus, ne? Alter, Mr. Oscar wieder hier. Na, jetzt verkaufe ich meinen ganzen Schmalz. Noch schnell alles raushauen. Ja, wow. Meins war nicht gut. Kriege ich wenigstens alle Bonis oder war hier noch irgendwas zu holen? Nee, ich hab... Oh, da wäre noch sogar ein kleiner Tropfen Öl... ja, doch, Öl gewesen. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Der Mann suhlt sich wahrscheinlich wieder im Geld. Nee, weißt leider, du, leider man nicht. Sieht, dass ich deutlich schwächere Länder zugedealt bekomme. Du nimmst die. Kann eher nix. Ah. Naja, schauen wir mal. Ach, das Aktienrodeo, ne? Gott, ja. Ich weiß gar nicht, was ich da reinstecken soll mehr. Ja, also ich würde da wahrscheinlich so viel reinhauen, eh nicht mithalten. Du hast viel mehr Geld als ich. Oder sowas. Viel mehr Geld! Ich muss ja auch noch Sachen kaufen. Ich muss ja auch noch einkaufen. Du hast auch alles. Ja, ja, siehst du, das meine ich. Das meine ich. Und dann hat er noch eine Abmachung mit Don Camillo. Ja, du hast auch Don Camillo. Er hat zu mir gesagt, ich wäre sein einziger Abmachungsfreund. Oh, ein tolles Geschäft, Alter. Was ist das für ein Sticker? Ein tolles Geschäft? Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so viel. Warum Platz wollen die da hin, Alter? Warum wollen die an den Rand, wo doch ich eigentlich nicht, da in der Mitte der 28er keine war? Keine Ahnung. Jetzt guck, jetzt krieg ich wieder dieses Trockenland zugedealt. Das Trockenste. Don Camillo, ja gut, da musst du auch deine Einsätze richtig machen, ne? Das ist natürlich auch so eine Sache. Ach guck mal, Alter, Kreis, Alter, Alter, das Alter, Geld raus, Alter. Aber da kommt das Kleingeldduelle. Ey, da schmeißen die noch die Münzen. Wer bietet denn 35.723? Ist doch Quatsch. Das bietet doch keiner, ist doch Unsinn. Das ist doch random generiert. Die Legenden von den Kleingeldduellen. Die Lendengenten, Alter. Die Lendengenten. Sieht nicht gut aus, du. Sieht nicht gut aus. Ne, sieht überhaupt nicht gut aus. Ich schätze mal, da werden wir draufgehen, ne? Alter, ich guck gerade in die Kyle Connection, da ist ja gar nichts drin. In die Kyle Connection. Bei Kyle geht's steil. Ja, komm, gebe ich mein Geld halt hier aus, was soll's. So, ich wäre bereit für einen Ritt jetzt. Ja, Moment, ich bin noch am Plan, wie ich da noch irgendwas draus zaubern kann, aber es sieht ganz, ganz dunkel aus. Ganz, ganz dunkle Stunden, die wir hier entgegenschreiten. Ne? Sag, wann du losfährst. Ich fahr los. Oh nein, warum? Ja, wieso? Hä, was? Du hast gesagt, so losfahren. Ich habe nur gesagt, ich bin bereit, aber er hat nicht gesagt, wann er losfährt. So, aber ist egal. Und so beginnt es. Und so die Schlacht. Aber jetzt musst du halt echt auch aufpassen, weil das ja übelst die schlechten Felder sind hier. Ne? Ja, jetzt gibt's nichts Schönes mehr. Die schönen Stunden am Amidiana-Tippi sind vorbei. Ja, die schönen Stunden am Camp Sniffalot. Camp Sniffalot. Sniff and Rock, es ist over. Alter, ich muss eigentlich noch Öl verschenken. Ich muss weiter Öl verschenken. Das Problem ist, dass du dann ab einem gewissen Punkt auch einfach extrem dumm dastehst, weil du ja verkaufen musst, weil du sonst irgendwie kein Geld verdienst. Ja, sonst kannst du ja nicht weiter bohren. Eben, sonst kannst du nicht weiter bohren. Ne? Diese Investments sind halt immer schlecht hier. Und wenn du dann hier so ein Feld hast, wahrscheinlich haben wir jetzt irgendwie ein 15er oder so. Das ist ein Sparfeld, wo ich jetzt gerade unterwegs bin. Die haben wahrscheinlich einen 30er. Ja, wahrscheinlich. Aber das Spiel ist ja so programmiert, dass ein Kreis immer noch irgendwie gewinnen kann. Ich hab 57er Kurs, wo ich kann nicht mal Rohre kaufen.
Ah, ich muss jetzt auch gerade. Ich verschenke gerade mein Öl. Ich auch. Ist klar. Und du, es spillt ja auch sonst raus. Und es gibt diesmal keine Abmachungen mit Camillos oder so. Nee, diesmal gibt es keine Camillo-Line. Ja, ich bin im April und hab einen dicken Spill. Find aber auch gerade nix. Oh, Silo. Ne, ich find wirklich nichts. Nichts. Ante Irngards Trockenland hier habe ich irgendwie gepachtet. So, und wie geht das jetzt mit dem... Du meinst den Money Glitch runter, runter, hoch, XXZ. Hä, konnte man das Gas nicht größer machen? Ja, irgendwie ging das, aber nur mit Heat is on. Das geht, glaube ich, hier nicht drin. Wie, ich dachte, das geht? Oh Gott, hast du das Geld ausgegeben? Du brauchst doch Lava. Du brauchst doch Hitze, damit sie es aufbläht. Oh, scheiße, ey. Geht hier nicht. Ich wüsste nicht, wie. Also, ich weiß nur noch damals, dass man das mit Lava dann irgendwie verbinden musste. Dann wurden die Rohre heiß. Ich dachte irgendwie, wenn man das zumacht oder so, weißt du? Na, dann musst du es testen. Vielleicht kriegst du es ja noch raus. Dann hast du aber auch den Mega-Move, weil ich weiß es nicht mehr, wie das ging. Ne, das war's. Mein ganzes Geld ist weg. Oh Gott, mein ganzes Geld ist für Rohre draufgegangen. Ich kotze. Aber Mega-Move-Rohre. Nee, Null-Move, Alter. Oh, leck mich am Arsch. Das mach ich am Ende. Oh Mann, ey. Das ist jetzt wirklich ätzend. Ich glaube fast, ich habe keine weitere Oil-Quelle. Ich glaube fast, ich auch. Und ich habe mein ganzes Geld ausgegeben, ey. Für die Scheiße hier, für die Scheiße. Ich habe auch gar keine Gasquellen, sehe ich gerade. Also ja, auch da sieht es bei mir sehr schlecht aus. Die habe ich schon, aber... Ja, du hast halt auch das stärkere Land, du hast einfach Landlack, weil du halt irgendwie dem Landlord hinten einen an den Lordi... Den Lordi... Der lettische Lordi. Jetzt muss ich investieren, sonst wäre es kritisch geworden. So, ich kann eigentlich nichts mehr machen. Anlage schließen. Jetzt kann ich noch gucken, dass ich genug Geld verdiene. Ich kann eigentlich nur noch verrecken. Es ist wirklich so. Nein. Ich kann auch nicht schließen. Pump ab. Oh Mann. Stopp. Nicht verschenken. Nur ein bisschen Geld. Also das ist leer schon, oh Gott. Alter, die Runde habe ich so versaut, weil ich dachte, ich kann die Dinger hier größer machen. Vielleicht geht's ja auch irgendwie, ich weiß es nicht. Wenn ich es wüsste, würde ich es dir sagen. Ja, Arschlecken, ey, dann. Uiuiuiui. Also ich kann mich nur noch an Heat is On erinnern. Größte. Oh. Ah, jetzt kann man sie größer machen, oder was? Als ob. Ey, nee, jetzt das. Kannst du sie größer machen. Ich habe 5000 gemacht oder so. Oder 6000.
Leck mich doch am Arschgesicht, ey. Aber wieso kannst du sie jetzt größer machen, davor nicht? Ja, keine Ahnung, weil das Spiel sagt, wir betrügen dich. Das ist doch zum Kotzen. Das war eine richtig beschissene Runde, Alter. Das ist ärgerlich. Weil ich dachte, ich kann die größer machen. Ach, da brauchst du das scheiß Upgrade für. Dafür hat natürlich keiner mehr Geld. Ach so, ja klar, man braucht ein Upgrade, wenn das... Ja, aber das kannst du jetzt erst kaufen. Das ist natürlich bitter. Dein Angebot hier, so viel. Ja, kriegst du noch ein Angebot. Ich bin noch drin, ich brauche noch ein bisschen. Ich brauche noch ein bisschen. Ja, ich kämpfe hier wirklich, also mit Bären und verrückten Einwohnern. Ich weiß gar nicht, was hier los ist. Boah, dauert das Öl da ewig rauszupumpen. Ich hab durch diese ganze Verbau... Kacke. Oh, das Alter, warum saugt ihr nicht ab? Das war Fail-Runde 3000, Alter. Das hat mich... Ich hab 0%. Ich werde rausfliegen gleich. Echt? Denkst du echt, du fliegst jetzt raus? Oder fliegt man nicht, als wenn du 0% hast, fliegt man doch irgendwann raus. So, jetzt hol ich hier noch die letzten Tropfen. Irgendwas noch in den Tank rein oder muss ich zumachen? Muss eh gleich für ein paar Euro was verkaufen, ob ich noch ein bisschen Baugeld habe. So, das war's. Ah. Bisschen Rinde. Komm ich hier hin? Ja. Soll mal ein bisschen was verkaufen? Johnny, liefer du mal ab. Okay, ich glaube, ich habe auch Mist gebaut. Auch Mist. Glaube, schau dir gleich mal meinen Mist ein. Gebaut. Ja, aber ich habe auch... Uff, nee. Das war richtig doof von mir. Das war richtig doof von mir. Ich bin schon Ende des Monats. Ich hoffe, ich krieg's noch alles los. Ich bin schon Ende des Monats. Ich bin schon fertig seit 10 Minuten. Nur weil du die Zeit langsamer verstreichen lässt, heißt das ja, nicht, Moment, dass du mehr Geld rausholen kannst. Also ich habe gar nichts. Weißt du, gleich 35.000, 40.000 mindestens. Nein, habe ich echt nicht. Ich habe wirklich missgebaut. Ich hab bei mir 6.000. Ist wirklich ganz, ganz schlecht gelaufen. Daisy ist auch arm, aber die hat ihr ganzes Geld für Aktien. Ja, aber die hat Aktien ohne Ende. Das Land war trocken und unbeugsam. Kommt schon, Jungs. Boah, ich habe mich voll verkalkuliert, glaube ich. Das könnte knapp werden. Das könnte richtig, richtig knapp werden. Letzter Monat. Eieieiei. Eieiei, hat er Geld gemacht. So viel Geld hat er noch nie gemacht. Also echt. Nein, habe ich nicht. Ich habe richtig fasziniert. Verkalkulierungskram und so. Ich hatte vielleicht fünf kleine Ölflecken. Da bröckelt schon alles auf. Raus mit dem Dreck, Jungs. Die machen das auch raus, wenn du X drückst, ne? Oh, das war richtig ekelhaft. Da ist noch ein bisschen drin hängen geblieben. Und der Winter steht vor der Tür. Die Büffelherde muss blitzkastriert werden. Blitzkastraten. Oh. Hier ist meine Herde. Hier ist meine Herde von Blitzkastraten. Die können Sie bitte... Weiß gar nicht mehr, was hier das gute Land war. Ich habe keine Ahnung.
So, Aktion. Ich weiß auch nicht, was ich hier geben soll. Muss ja viel geben. Habe ja gar keine andere Wahl. Warte, was besitzen die anderen? Das weiß ich ja noch nicht. Oh, die könnten stinkreich sein. Die sind stinkreich. Obwohl, ja, geht. Daisy hat nicht viel, aber Ricardo ballert rein. Ah, Rockacado, ne? Daisy hat halt, die gehört quasi die halbe Stadt. Wir sind alle bei dir hoch verschuldet. Guck mal, er 27.000, Alter, ich hab gar nichts. Ja, aber du weißt gar nicht, wie hart ich für die 27.000 kämpfen musste. Ja, ich habe auch hart gekämpft. Ich dachte, ich mach den großen Coup, Alter, und dann kam nichts raus. Vanilla Coup. Ja. Ach, da oben war das gute Land. Oh nein. Ich weiß nicht. Guck mal, das da unten. Ja klar ist da oben das gute Land. Warum denkst du, man sich kloppt wie blöde? Ich weiß nämlich nicht mehr, wie das war. Oh, ich habe wieder so ein Billigland. Ja, jetzt kannst du richtig rausmerken. Ein Dollar. Ja, mehr kann ich nicht boah, bringen. Boah, ich habe viel zu hoch gepokert. Ja, deutlich weniger machen können. Ja, ich muss jetzt Ricardo besiegen dann beim nächsten Mal. Hast du schon deine Upgrades geholt? Die Upgrades. Ich bin Blanco. Wie Roberto. Du hast jetzt kein Heat-On-Upgrade geholt. Damals Roberto nach der ersten. Aber du hast ja schon das Hitze-Upgrade geholt, oder? Das Wärme Hitze hast du ja schon geholt. Wärme. Hier diese kleinen Dinger für die Tasche, wo du so knicken kannst mit so einer Haarnadel drin da, weißt du? Oh Mann. Uiuiuiuiuiui. Da macht er einen heißen Larry. Na gut, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bewerten, kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss. Tschüss.